Cola soll in der EU verboten werden? Ach, schon wieder dieses Video, das ist schon richtig alt, das ist nur Fake. Okay, woher willst du das wissen? Weil ich das schon gecheckt habe. Es gibt nämlich 3 einfache Fragen von der Stanford-Universität, mit denen ihr Fake News erkennen könnt. Und welche sollen das sein? Erstens, wer hat das überhaupt gesagt? Guck doch mal nach, also ist das irgendeine Organisation oder kennst du die Person überhaupt, die das behauptet? Nee, das ist einfach nur ein Account auf TikTok. Okay, also dann kann das theoretisch ja einfach so jeder behaupten. Ja gut, und jetzt? Zweitens, was sind die Belege? Also wird da irgendeine Quelle verlinkt, zum Beispiel eine seriöse Nachrichtenseite oder gibt es irgendwie eine Mitteilung von der EU? Nee, da steht nur, dass der Süßstoff Aspartam hochkrebserregend sein soll und Cola deshalb in der EU verboten wird. By the way, eine normale Cola enthält kein Aspartam, sondern nur die Light- oder die Zero-Varianten. Ja, okay, es gibt keine Quelle, aber das heißt ja nicht, dass es nicht stimmt. Nummer 3. Was sagen andere Medien? Google doch einfach mal, ob irgendwelche Nachrichtenseiten schon darüber berichten. Nee, hier gibt's nichts. Okay, also wenn Cola wirklich verboten wird, dann würde das doch schon überall stehen. Ich meine, so viele Menschen trinken Cola. Ah, hier gibt's einen Faktencheck von der DPA. Hier steht, dass Aspartam von der EU als krebserregend eingestuft wurde, stimmt nicht. Der Süßstoff ist seit Jahrzehnten in der EU und in Deutschland als Lebensmittelzusatzstoff zugelassen. Im Juli 2023 hat die WHO Aspartam allerdings neu bewertet und als möglicherweise krebserregend eingestuft. 40 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht sind also immer noch unbedenklich. Das heißt, ein Erwachsener, der 70 Kilo wiegt, müsste 21 Liter Cola Zero am Tag trinken, um das zu überschreiten. 21 Liter Cola Zero, also so viel trinke ich auf keinen Fall. Das heißt, wenn ihr mal nicht so sicher seid, ob etwas wahr oder falsch ist, denkt immer an diese 3 Fragen. Wer hat das gesagt? Was sind die Belege? Und was sagen andere Quellen? Okay, danke für den Hinweis, aber hast du schon gehört?